Die erste deutsche Jeans kommt aus Künzelsau. Sie wurde 1948 zum ersten Mal hergestellt. Heute hat die Firma in Künzelsau keine Produktion mehr. Dafür ein Museum. Albert und Heiner Sefranek prägten den Werdegang der Mustang Jeans. Das Unternehmen ist aus einer kleinen Fabrik für Berufskleider hervorgegangen. Im Mustang-Museum kommt auch Levi Strauss, der Gründervater der Jeans, zu Ehren. Nach dem Krieg musste sich das Geschäft neu orientieren. Luise Herrmann schickte ihren Schwiegersohn nach Frankfurt. Er wurde von einem Freund auf die Hosen der amerikanischen GIs aufmerksam gemacht. Da bin ich natürlich herzklopfend dann hingegangen, habe mich unter diese Amerikaner gemischt und bin dann auch mit einem GI ins Gespräch gekommen und habe ihm dann gefragt, ob er denn, wann ich könnte Schnaps besorgen, ob er mir so diese Hosen, so wie er sie jetzt anhat, Walker Pants haben die damals dazu gesagt, da war der Begriff Jeans noch gar nicht in, besorgen könnte, und der war sofort Feuer und Flamme, da kann ich, also ja, und dann haben wir einen Termin vereinbart. Ich habe dann 6 Flaschen Original Hohenloher Brandy oder Schnaps mitgebracht und habe dafür 6 Hosen gekriegt. Und dann bin ich nach Künzelsau zurückgefahren, und unterwegs habe ich mir so gedacht, mein Gott, wie bringe ich das meiner Schwiegermutter bei, dass die Hosen macht. Denn die Hosen sahen wirklich, also aus damaliger Sicht, so unmöglich aus, dass ich also sehr befürchtete, da wird sie Nein sagen. Und so war es dann auch. Der hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, diese Hosen, die, wir haben sie ja anprobiert dann, gell, die so knalleng sitzen, die so ordinär aussehen, die bunt abgesteppt sind, die auch noch Nieten dran haben, Stoff mit Metall, völlig unmöglich, die kommen bei uns nicht auf die Bänder. Wir sind eine solide deutsche Berufskleiderfabrik und machen nicht Hosen, die höchstens der Abschaum der Menschheit wie Karussellfahrer oder Zirkuspersonal trägt. Also das mache ich nicht. Die Schwiegermutter ließ sich aber doch umstimmen, denn sie war geschäftstüchtig. Und es winkte ein Auftrag über 300 Hosen. Die Jeans wurden ein Renner. Und schon bald kreierte Albert Sefranek einen Markennamen, der an Amerika und Cowboys erinnerte: Mustang.